Hallo Leute, es geht mal wieder los oder weiter mit einem schönen Amiga-Spiel. Diesmal nicht Colonization oder Dune und auch kein anderes Spiel, sondern das Urspiel Pinball Wizard. Jetzt geht hier die Werbung wieder los, direkt mal ausschalten. Pinball Wizard ist ein Flipper, ein uralter Flipper und der kam direkt mit dem Complete Pack vom Amiga raus und hat mich Stunden und Nächte gekostet in meiner Jugend am Amiga. Ich habe den mit meiner Familie immer zusammen gezockt und hier kann man jetzt entweder Pinball Wizard oder Quibi auswählen. Quibi ist ein Frage-Rate-Spiel, aber das ist nicht ganz so gut wie die Nummer 1, die man hier auswählen kann. Die starte ich jetzt direkt. Und dann geht's auch schon los. Jetzt kommt gleich eine Musik, eine Pinball Wizard Hintergrundmusik. Mal ein bisschen leiser. Die das Spiel noch nie gesehen haben. Es ist wirklich ein ganz alter Schinken und hat mich viele Stunden, Tage, Wochen gekostet, weil es einfach genial war. So, was kann man hier einstellen? Bis zu vier Spieler, die mitspielen können bei diesem schönen Flipper. Ich spiele aber nur mit einer Person. Da drücke ich auf die 1. Hier unten kann man auf Plus und Minus drücken. Dann wird die Musik auch langsamer oder schneller. Ich kann am besten spielen, wenn es ganz schnell ist. Und möchte euch einfach mal beweisen, dass ich das Spiel noch drauf habe. Ich habe es eben gerade mal kurz angetestet. Mit S geht übrigens dieser nervige Sound weg. Und wenn man jetzt P drücken, fängt der erste Ball an zu starten. Man kann den Ball und die Füßchen unten, die Flipperfüßchen mit den Alt-Tasten. Das geht schon mal gut los. Ich hatte einen Tilt. Ich wollte nämlich unbedingt den Ball ins erste Loch reinbekommen und mit der Leertaste den runterschubsen. Hat schon mal nicht funktioniert. Es ist so, als würde man einen Flipper anheben wollen, also ein leichter Cheat. Ja, ich beweise euch noch, dass ich das noch kann. Und das Stunden dauert, bis ich hier mal über 100.000 Punkte habe. Es macht auf jeden Fall megamäßig Spaß. Ich kann ja mal erklären, was hier geholt werden kann, wo hier die Punkte geholt werden können. Ich halte dazu den Ball mal an. Auf der rechten Seite steht Bonus 5000. Wenn man da alle 5 gelben, was sind das, Buttons weghaut, wovon jetzt der zweite von oben weg ist, kriegt man 5000 Punkte. Auf der anderen Seite gegenüberliegend erscheint das Wort Amiga. Wenn man, wie ich eben gerade, das i freigeschaltet habe, kriegt man auch 5000 Punkte. Und richtig lohnt sich's, wenn man auf der linken Seite, ich versuche da mal hochzukommen. Ne, das ist rechts. Auf der linken Seite. Ah, jetzt schaffe ich es natürlich direkt nicht. Diese grün-blau, gelb und roten Buttons in dem. Wir haben das immer früher das Ohr genannt. Immer die grünen, blau, gelb, roten Buttons im Ohr weghaut, dann kriegt man den Bonus, der eben gerade hier unten runterzählt und explodiert. Mal 2, 3 und bei gelb mal 5 gezählt. Und wenn man den roten Button erwischt, den kriegt man nur, wenn die ersten 3 weg sind. Sollte man den roten Button oben im Ohr auch bekommen, hat man einen extra Ball frei.
Normalerweise hat man immer nur drei Bälle zum Spielen. Jetzt kommen wieder bestimmt die Hater und sagen, was ist denn das für ein Spiel, was der da wieder spielt. Aber es ist einfach legendär. Und das war die erste Runde. Man sieht, ich habe gerade mal 13.580 Punkte geholt. Aber das ist noch ausbaufähig und der Abend ist noch lang. Ich will mindestens einmal über 100.000 kommen. Dazu muss ich den grünen Button links im Ohr, den blauen Button und den gelben Button weghauen. Und am besten einmal mindestens auf der rechten Seite die 5.000 Punkte und einmal den Amiga auf der linken Seite freischalten. Das wären dann schon 10.000 Punkte. Oben in der obersten Reihe kann man auch 10.000 Punkte abräumen, wenn man... Ich zeig's mal. Wenn man nur halb durchdrückt, kriegt man den in der Mitte. Nee, hat wieder nicht geklappt. Drückt man ganz durch, kriegt man den ersten oben. Und die zwei letzten kann ich ja im nächsten Durchgang mal demonstrieren. Also einfach am Anfang mit der Alt-Taste. Also gespielt wird nochmal, um es nochmal zu sagen, mit den Alt-Tasten. Alt-GR und die linke Taste heißt einfach nur Alt. Das Amiga links ist schon wieder fast freigeschaltet. MI ist da. Die rechte Seite, der Bonus 5000, der wird bei jedem Ball immer wieder aufs Neue vollgeschaltet, aber das Amiga-Board bleibt bei den drei eventuell beim Extra-Ball stehen, was da freigeschaltet wurde am Buchstaben. Jetzt drücke ich mal durch und man sieht, der zweite Button und die zwei letzten auf der linken Seite werden grün. Die bleiben dann auch fest. Und das ist dann hier wieder ein Vorführeffekt. Jetzt habe ich die Mitte. Und Amiga ist freigeschaltet und weg ist alles shit. Jetzt wollte ich euch zeigen, was passiert, wenn das Wort Amiga auf der linken Seite freigeschaltet ist. Denn dann blinken die zwei blauen Pfeile in der Mitte unter dem grünen Halbkreis. Das ist der absolute Megahammer, denn wenn man dann den Ball in den Halbkreis reinschießt, in den grünen Halbkreis, dann bleibt der hängen. Der bleibt einfach in der Mitte vom Halbkreis hängen und man bekommt einen zusätzlichen Ball. Schießt man dann diesen zusätzlichen Ball gegen den grünen Pfeil unter dem Halbkreis, also gegen diesen kleinen Nippel, der da ist, vielleicht schaffe ich das ja noch, um zu zeigen. Dann fällt der Ball, der im Halbkreis ist, raus und man spielt mit zwei Bällen. Das ist dann absolut chaotisch und macht noch viel mehr Spaß. Eben gerade habe ich da... Und weg ist er. Eben gerade hatte ich den Halbkreis mal durchfahren mit meinem Ball. Aber ist ja nichts Besonderes, gibt nicht viele Punkte. Besonders ist es erst, wenn man den Halbkreis, jetzt habe ich so oft Halbkreis gesagt, wenn man diesen Bogen mit dem Ball durchfährt, wenn das Wort Amiga auf der linken Seite freigeschaltet ist. Dann lohnt sich das erst recht, weil dann bleibt der Ball nämlich hängen, wie eben gerade erwähnt. Bonus mal 3. Na, wenn das keine gute Runde gibt, bitte verzage jetzt nicht. Ich habe erst 750 im Bonus, aber... Jetzt noch den gelben Button, dann hätte ich Bonus mal 5. Und Amiga ist fast freigeschaltet. Und weg, shit. Also dreimal diese 1600 hat nicht viel gebracht. Und wieder die 10.000 oben nicht bekommen. Mann.
Bin ja heute so schlecht. Da war ja sogar meine Trainingsrunde vorhin, um zu testen, ob das alles läuft hier. Die war ja besser wie jetzt. Und schade. Ja, der lacht immer so dreckig. Das ist sowas von gemein. Da habe ich mich am Anfang immer so drüber aufgeregt, aber mittlerweile kann ich das abhaben. So, neues Spiel, neues Glück. Drei Bälle sind frei, Ball Nummer 1. Ein Spieler ist eingestellt und Speed of Fast. Wenn das jetzt zufällig meine Familie sehen würde, was ich gerade spiele, denn die haben das auch stundenweise mitgespielt und immer mit allen möglichen, mein Opa hat mitgespielt, der hat sogar mit den Daumen gezockt und nicht mit den Zeigefingern, weil am Amiga waren die Alt-Tasten nicht so nah an der Leertaste in der Mitte, sondern direkt außen, die äußersten Tasten. So, jetzt versuche ich nochmal mit dem linken Füßchen oben ins Ohr reinzukommen. Und zwar da, wo der gelbe Pfeil blinkt. Den grünen Button zuerst. Und da ist er. Also ich habe es noch ein bisschen drauf, weiß nämlich noch so die Kniffe von früher. Und jetzt versuche ich den blauen. Und da ist er. Rülpst so ein bisschen. Das ist, war ich aber nicht, das war der Flipper. Ausrede. Aber ist so. Jetzt natürlich noch den mal 5. Oh, das war vielleicht nackt. Mal 5 heißt Bonus mal 5. Also den gelben Button oben im Ohr. Und meinte ich hätte ihn wird besser. Schade, schade. Aber das zählt schon ein bisschen. Immerhin 28.000. Wenn ich jetzt noch den in der Mitte bekomme, oben, dann hätte ich die 10.000 voll. Drückt mir die Daumen. Ja. Und Amiga freigeschaltet. Das heißt, der Halbkreis ist jetzt aktiv. Bonus mal 2. Und jetzt hängt der Ball fest, wie ich euch gesagt habe. Hier ist der Ball in der Mitte. Der hängt im Halbkreis fest, weil dieses Wort Amiga hier auf der linken Seite freigeschaltet war. Und jetzt hängt er fest. Wenn ich jetzt mit dem zweiten Ball hier gegen diesen kleinen Nippel hier, ich zeige mit der Maus, dagegen kommen sollte, dann fliegt der Ball auch raus und man spielt mit 2. Das jetzt zu schaffen ist natürlich bestimmt unmöglich. Ich gebe trotzdem mein Bestes. Aber wichtiger ist es mit einem so hohen Bonus von 18.000, den ich gerade habe, oben den blauen Button zu kriegen. Und da habe ich ihn. Denn das heißt Bonus mal 3. Und jetzt habe ich auch noch 2 Bälle. Wie eben gerade schon gesagt, es ist ja unglaublich. Der Vorführeffekt diesmal und weg ist einer. Und mal 5. Jawohl, absolute Klasse. Super Runde. Leider ein Ball verloren, aber das ist ja bei der Hektik normal. Und damit ist der nächste schon wieder drin. Ja, so funktioniert das. Mit etwas Glück kriege ich jetzt den Ball nochmal raus und spiele nochmal mit 2.
und weg. Schade. Das war auf jeden Fall eine super Runde. Ball Nummer 3 ist weg. Ich habe keinen Zusatzball mehr bekommen, weil der rote Button oben im Ohr nicht freigeschaltet wurde. Bonus mal 5. Und ich habe mein Ziel erreicht, über 100.000 zu kommen. Na, wenn das mal kein guter Vorführeffekt war. Und man kann sich in die Liste eintragen, in die Highscore, auf Platz 7. Der Beste hat 230.000, ich hatte jetzt 172.000. Ja, speichern. Und das war's mit meiner Vorstellung von Pinball Wizard. Schön, dass ihr zugeschaltet habt und gute Nacht an alle Twitcher und späteren YouTube-Zuschauern. Oido, macht's gut.